Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft für Anfänger. Heute soll es sich um die fünf wichtigsten Survival-Farmen drehen, die meiner Meinung nach jeder relativ schnell im Survival haben sollte. Also, let's go! Farm Nummer 1, das ist hier diese AFK-Fischfarm. Die ist meiner Meinung nach ein absolutes Muss und auch einer der Farmen, die am meisten übertrieben sind. Die sind super einfach zu bauen, super leicht, kosten fast gar nichts, aber die bringen einem das ganze Spiel lang und auch in 100 Spielstunden immer noch einen Vorteil. Die Farm funktioniert ganz easy, wir müssen einfach hier die rechte Maustaste gedrückt halten und wir angeln immer weiter. Wir können die rechte Maustaste einfach festkleben mit Tape, wir können was drauflegen, wir können essen gehen, wenn wir wiederkommen, ist die Kiste voll und das ist total verrückt. Denn mit einer verzauberten Angel kann man natürlich alles angeln. Verzauberungsbücher, man kann Smaragde angeln, man kann Gold angeln, man kann all möglichen Dinge angeln. Und deswegen ist diese Farm auf Platz 1 und meiner Meinung nach die am meisten verrückte Farm. Wie man die baut, das habe ich schon mal gezeigt für alle die neu in der Reihe Minecraft für Anfänger sind. Ich verlinke dir jetzt oben rechts eine Infokarte, dann kannst du dir gleich angucken, wie man diese Farm baut. Farm Nummer 2, das ist der Cow Crusher. Hier diese kleine Konstruktion mit ganz vielen Kühen drin. Man muss natürlich dazu sagen, diese Farm funktioniert nur auf der Java-Version, weil die anderen Versionen, die haben ein Tier-Limit pro Block. Das haben wir hier nicht und deswegen funktioniert das und ist eine super Sache. Aber wir brauchen dafür letzten Endes dieses Nicht-Tier-Limit. Und wenn wir jetzt einfach mal hier hochgehen, so, dann sehen wir hier ganz, ganz viele Kühe drinne. Und wenn wir die jetzt füttern und die Nachwuchs bekommen, dann sehen wir, ist kein Platz mehr durch den Nachwuchs, weil das Loch einfach voll ist und die Erwachsenen sterben. Und dann landet das Zeug hier unten drinne. Es ist die perfekte Farm für einerseits Nahrung, andererseits für Leder, was wir ohnehin brauchen für viele Bücher. Und die kostet einfach nichts. Es ist ein Trichter, eine Truhe, 2, 3, 6, 9... Blöcke, einmal eine Mauer und Tiere rein. Super einfach. Und Erfahrung bringt sie auch noch ein bisschen. Aber wir sehen, es geht super schnell. Wie man diese Farm baut, das habe ich auch schon mal gezeigt. Das Ganze verlinke ich wieder oben rechts in der Infokarte. Und wir gehen jetzt einfach über zur dritten Farm. Die dritte Farm ist ein Villager Breeder, also eine Farm, um uns Dorfbewohner zu erzeugen. Dafür muss man natürlich erstmal Dorfbewohner gefunden haben, aber mittlerweile findet man die ja sehr häufig mit dem Update und das Ganze funktioniert relativ simpel. Wir haben hier einen kleinen Kasten mit Kartoffeln und einen Farmer da drinne. Und wenn sein Inventar voll ist, dann wirft er das den Zweien hier zu, die im Prinzip nicht zu ihm kommen und er nicht zu denen. Aber die zwei zusammen bekommen Nachwuchs. Der Nachwuchs fällt nach unten durch, weil die auf einem Zaun stehen und dann sammelt sich der Nachwuchs einfach unten. Das ist relativ einfach gemacht. Und wenn wir hier mal gucken, da sind schon drei kleine Dorfbewohner. Die müssen wir noch irgendwo hinbringen, wo wir sie brauchen. Aber so kann man sich ganz easy alle Dorfbewohner, alle Jobs und vor allem alle Handelsmöglichkeiten mit den Dorfbewohnern schaffen. Oder auch automatische Farmen, wofür man Dorfbewohner braucht. Das ist eine sehr, sehr gute Farm und die bringt einen unheimlich schnell viel weiter, wenn man es schafft, das mit den Dorfbewohnern zu regeln. Wie man das baut, das habe ich auch schon gezeigt, das verlinke ich auch oben rechts in der Infocard. Und wir gehen mal über zu Farm Nummer 4. Die vierte Farm ist die Spawner Farm. Das ist wohl die bekannteste Farm, denn diese Spawner gibt es schon sehr lange. Ich finde nur, die beste Spawner Farm ist die mit den Skeletten. Weil Skelette droppen Knochen, für Bone Meal ist eine super Sache und Pfeile für den Bogen, wenn man jetzt noch keinen Bogen mit Unendlichkeit hat. Aber letzten Endes sind diese Farm immer sehr, sehr billig, denn die Spawner sind vorhanden und man braucht einfach nur ein Loch zu graben, wo man im Prinzip in alle vier Ecken Wasser macht, was in die Mitte läuft, wo die dann rein treiben und da unten kann man die einfach besiegen. Und wem es noch nicht aufgefallen ist, das Monster im Spawner dreht sich immer schneller, je näher der Spawn kommt. Hier unten landen die dann alle und dann können wir einfach und den widmen. Die verrückteste Farm befindet sich im End und wir sehen schon die Erfahrungskugeln, die um mich rumfliegen. Und dass der Shader aus ist, ist nicht ohne Grund so. Unsere Level steigen auch immer und immer weiter, denn diese XP-Kügelchen sind der Grund, warum es uns zu Tode lenken kann. Das Ganze ist sehr, sehr weit weggebaut. Das Ganze wirkt auch ein bisschen surreal hier irgendwie.
Aber das hat einen Grund, und zwar damit alle Monster einzig und allein für uns spawnen, da das Spiel ja im Prinzip eine Abfrage hat von Höhe 1 bis Höhe maximal, fragt es auf jeder Höhe ab, wie viel Platz ist da zum Monster spawnen. Und hier gibt es jetzt nur exakt eine Höhe und die ist auf Höhe 1. Und ihr seht schon, das sind Endermänner ohne Ende. Und es ruckelt jetzt schon. Ohne Ende. Also das ist verrückt. Ja, das waren meine 5 Must-Have-Survival-Farm. Wobei die letzte natürlich für unheimliche Lags gesorgt hat. Aber wie man die baut, das habe ich auch oben rechts verlinkt. Welche Farm ist denn deiner Meinung nach die wichtigste Farm, die man haben muss im Survival? Für mich persönlich ist es die Fischfarm und dann kommt diese Farm hier. Aber vielleicht habt ihr ja noch Farmen, die ihr wesentlich sinnvoller findet als ich. Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr es gerne liken. Wenn euch geschehen, den Kanal abonnieren. Von meiner Seite heißt es nur vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Ich bin raus. Ciao mit V.